Hey Freundin! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist wieder 18 Uhr. Ich bin am Zittern, ich habe solch einen Muskelkater. Und wir sind gerade zum Strand gefahren an die Ostsee und werden jetzt einen Hundestrand besuchen. Juhu! Rocky und Simba werden zum ersten Mal einen Strand besuchen. Ja, wir sind echt gespannt, wie die reagieren. Ja. So, wir haben die beiden jetzt angeklitzt und eine, keine Ahnung, wie lange Leine einfach. Zeig mal deine Leine, Schatz. Das ist einfach ein Klumpen. Und wir üben jetzt noch ein bisschen mit den Gassi zu gehen, weil ihr seht, Rocky liebt es zu ziehen. Ich glaube, er muss jetzt mal kurz Kaki. Wir sind angekommen. Oh, 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 oh. Mal gucken, ob die beiden ins Wasser gehen. Oh, ich muss erstmal wieder den ganzen Kabelsalat hier auffangen. Und Rocky? Ja. Simba kriegt das super hin. Eigentlich bellt er alle an. Super machst du das. Ja, fein. Die beiden stehen im Wasser. Und Rocky ist eigentlich gar keine Wasserratte. Aber er stand gerade wirklich mit den Fütchen im Wasser. Simba macht sich selbstständig. Tschüssi. Die machen das echt super hier, die beiden. Was sagst du? Ich bin stolz. Ja, ne? Ich bin auch stolz auf die beiden. Da kommt der nächste Hund. Simba macht das echt gut. Ui, ich werd weggezogen. Du machst das so toll, mein Spatz. So toll machst du das. Na, erstmal Strandkörbe bepissen. Oder was macht ihr? Kabelsalat. Rocky hat Flitzekacki. Und der kleine Pups weiß nicht so ganz, was hier abgeht. Süß, wie friedlich das hier alles ist. Das ist so toll. Oh! Langsam. Simba ist richtig am Spielen und Rocky sucht sich die ganze Zeit irgendwie ein stilles Plätzchen. Der ist ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt sind sie zusammen. Ist auf jeden Fall richtig schön hier. Die verstehen sich richtig gut. Was machst du denn? Ja, genau. Simba hat sich gerade einfach hier lang gewälzt. Ich hoffe, er macht es jetzt nochmal. Jo. Oh. Kleines Walross. Und ab ins Wasser. Ich glaube, die beiden können nicht mehr. Die suchen sich gerade echt ein ruhiges Plätzchen hier. Oh. Rocky ist einfach irgendwo da hinten. Ah, jetzt wird wieder mitgespielt. Du machst das so fein. Leute, guck mal bitte. Er hält sich richtig in den Algen. Ich kann nicht mehr. Du bist auf jeden Fall gleich gebadet, Max. Ja. Wir gehen gleich baden, Kollege, ne? Ja. Okay, was machst du? Rocky, was machst du? Sabba. Oh ja, du bist eine kleine Sabbermaus, ne? Du bist eine kleine Sabbermaus. Ja. Aber ihr macht das so toll. Ich glaube, das habe ich schon 20 Mal jetzt gesagt. Ja. Simba klaut Wasser von anderen Hunden. Hat's geschmeckt? Also wir finden es richtig, richtig toll hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall öfter hier hin. Es ist so toll und Simba macht das so gut, das hätten wir nicht gedacht. Ja. Und Rocky hört auch toll, Rocky ist richtig ruhig. Und Simba spielt die ganze Zeit mit anderen Hunden. Wie tief sind wir im Wasser? Boah, guck mal. Und jetzt im Sand buddeln, ne? Jetzt im Sand buddeln. Jo. Aber Rocky beruhigt sich langsam. Mir geht's schon besser. Er hat gerade die ganze Zeit hingehockt zum Kaki machen. Aber jetzt nicht mehr. Das ist übrigens der Best Buddy hier. Der kommt immer angehopstelt und will mit Simba spielen. Vielleicht krallt er sich jetzt auch Rocky. Schaut mal, wo Simba ist. Der rennt jedem Ball hinterher. Bitte Patschenas. Rocky, mach Platz. Rocky ist so eine Schnodderbacke. Rocky, mach mal Platz. Guck mal. Rocky, mach doch Platzi. Oh, Spatzi. So aufregend für dich, ne? Ja. Rocky, mach Platz. Mach Platz. Ja, trau dich. Mach Platz. Es ist nur Sand.
Sitz. Alles noch nicht so ganz vertraut. Mach Platz. 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 Ja. Platz. Super. Super. Wir versuchen jetzt hier ein Bild zu machen. Mach Sitz. Oh nein, Rocky. Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Rocky, gehst du nochmal Hoppi? Jetzt aber. Beide sitzen und Foto. Wir sind wieder auf dem Weg zum Auto. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Sind wir es da unten? Rocky ist hier unten. Und es war so cool, Leute. Wir werden auf jeden Fall... Man versteht uns bestimmt sehr gut hier. Ja, wir werden auf jeden Fall öfter dahin gehen. Ja. Wir sind jetzt am Auto. Und schaut mal bitte, wie Simba... Zeig mal deinen Bauch. Wie Simba einfach aussieht. Er ist komplett nass. Du bist so nass und du hast mich so dreckig gemacht jetzt. Ihh, du nasse Maus. Rocky ist gar nicht nass, der ist nur mit den Pfötchen ins Wasser gegangen und er hat auch keinen Sand am Bauch. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber du musst gleich auf jeden Fall die Dusche. So, wir haben leider kein Handtuch mitgenommen, aber wir haben ja noch eine Hundedecke im Auto. Und Simba muss hundertprozentig abgetrocknet werden. Der ist wirklich so nass. Und so voller Sand. Gefühlt war ja der kleinste Hund da und war am weitesten im Wasser. Ja, der ist richtig schwimmen und tauchen gegangen. Ja. Oh. Der hat sogar seinen Kopf ins Wasser gesteckt. Ja, der ist auch nass, der Kopf, ne? Ja. Rocky, was machst du unterm Auto? Guckst du, ob das Auto schon rostet oder was hast du da vor? Rasen schmeckt lecker. Rocky! Wohin möchtest du? Schmeckt der Rasen? Ja, alles klar. Ich dachte, wir haben einen Hund gekauft und keine Kuh. So, die beiden sind startklar für zu Hause. Rocky, bist du ready? Sind wir? Bereit? Ja, nein, vielleicht? Erstmal ein Nickerchen halten jetzt. Ja. Die werden einfach jetzt den ganzen Tag pennen. Aber vorher müsst ihr leider duschen, wie gesagt. Das kriegen wir aber hin, oder? Die verstehen nur Bahnhof. So, ihr Lieben, wir kommen mal jetzt zu einem kleinen Fazit. Also, eigentlich war das früher immer so, dass Simba alle Hunde angegriffen hat. Der war alle halt, angebellt. Ja, also der war super unsicher, hat total an der Leine gezogen. Aber wir waren halt bei einem super Hundehotel oder einer Hundepension. Oder wie man das Hundeschule, auch immer nennt. Alles in einem. Genau, also dieses Hundehotel hatte quasi alles in einem mit Training, Physio, einem Arzt. Alles. Also alles war da, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Man konnte da so viele extra Sachen buchen. Und wir haben halt jedes Mal, wenn wir zum Beispiel in Urlaub gefahren sind oder geflogen sind, haben wir halt immer die Hunde da abgegeben und haben halt alles gebucht, weil wir das selber nicht wirklich in den Griff bekommen haben. Wir haben natürlich uns YouTube-Videos angeschaut und so weiter und alles Mögliche probiert und trainiert. Wir sind halt einfach keine Hundetrainer. Ja, aber es hat halt nicht so funktioniert, wie wir wollten. Und deswegen war das auch ganz wichtig, dass sie dieses Training jetzt bekommen haben. Und das waren, glaube ich, mittlerweile auch so zwischen 8 bis 10 Einheiten oder so, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Vielleicht sogar mehr. Die hatten ja jeden Tag wirklich Training, als sie da waren. Also sie hatten auf jeden Fall super viel Training und mit der Leinführung, das klappt auf jeden Fall richtig gut jetzt mittlerweile. Wir müssen natürlich weiter üben, das ja. Machen wir ja auch. Wir machen immer dieses X, 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 X. Das dann, X mögen die gar nicht. Ja, aber dann wissen die direkt, oh, ich habe was falsch gemacht. Genau, aber dann wissen die Bescheid und fangen sich kurz. Ja, aber sonst an dem Strand jetzt da, das war krass. Also Simba hat wirklich eigentlich nichts gemacht. Simba hat nicht einmal irgendwie jemanden angebellt, ja. Er hat niemanden gebissen oder so, er war nicht unsicher, er hat einfach richtig viel Spaß gehabt und das sieht man auch wahrscheinlich auf den Videos, die ich gerade gemacht habe. Ja. Also das war wirklich, ich bin so fasziniert und so stolz auf ihn. Ja. Weil Rocky, Simba war ein richtiges Problem einfach früher. Ja, Rocky war ein bisschen aufgeregt, der hat sich die erste halbe Stunde gefühlt immer nur hingehockt zum Kaki machen, da kam aber nichts raus. Also ja. War wirklich richtige Aufregung, ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt öfter hingehen, dann wird sich die Aufregung auch legen und am Ende war auch alles supi. Ja, wie gesagt, der Sabbat nur des Grauens, der hat Sabberfäden ja. Die ganze Zeit gehabt, das sieht man glaube ich auch das in den Videos. Das hat er aber auch immer, wenn wir ins Hundehotel fahren, direkt am Sabbern. Ja, ansonsten müssen wir das auch nochmal abchecken oder vielleicht habt ihr, vielleicht sind auch welche dabei, die so ein bisschen mehr Ahnung haben von Hunden oder so, weil das ist der einzige Punkt, der so ein bisschen negativ ist, dass der nicht so wirklich ausgelastet war da. Der hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht, aber vielleicht gibt es ja auch so Hunde, die halt mehr so für sich sind und ihr eigenes Ding machen. Vielleicht ist das ja auch gar nichts Schlimmes. Ja, aber totaler Gegenteil, die beiden. Also Simba Vollgas ins Wasser gegangen, fast, weiß ich nicht, bis zur Nordsee geschwommen raus, keine Ahnung. Und Rocky war halt mehr so für sich, hat sich so ein bisschen immer überall verkrochen. Der ist immer an die Strandkörbe gegangen, hat immer Pipi gemacht, ja, überall markiert. Ist mehr zu den Leuten gegangen als zu den Hunden so.
Ja, aber trotzdem, war auf jeden Fall super schön. Wir werden das öfter machen. Ja. Die beiden sind jetzt auch mega ausgelastet. Ich glaube, die werden jetzt erstmal eine Woche pennen. Ja, oder die pennen vielleicht auch schon. Und ja, somit sind wir am Ende des Videos. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wir hatten mega viel Spaß. Auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns morgen um 18 Uhr zu einem neuen Video. Tschüssi. Macht's gut. Ciao, ciao.